jetzt bin ich auch wieder ganz da. Ihr kehrt zurück und ich spüre eine Verringerung des Bösen um den Turm. Wie ist es euch ergangen? Ich habe es geschafft, die gefangenen Einheimischen zu retten. Stendar sei Dank, dass ihr hier vorbeigekommen seid. Da die Bewohner des Totenreichs durch eure heldenhaften Taten im Zaum gehalten wurden, sollte es nun im Rahmen der Möglichkeiten meiner göttlichen Gaben liegen, die Werke dieser Unheiligen und... Entschuldigt. Jedenfalls gehe ich gleich nach meinen Gebeten los, um dort aufzuräumen. Oh, schon wieder ein Scheinchenpunkt. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch ertragen kann. Zu warten, dass der General uns zurück in den Kampf gegen die Eisenhand-Oger ruft, zehrt an meinen Nerven. Ich weiß nicht, ob das klug wäre. All dieses Warten hat mir genug Zeit zum Nachdenken gegeben. Ich kriege die Idee einfach nicht mehr aus dem Kopf, dass ich die nächste Schlacht nicht überleben werde. So verrückt das auch sein mag. Ich denke sogar über eine Opfergabe an Azura nach. Ich weiß, das ist zwar nicht richtig, aber ich spürte schon immer eine gewisse Verbindung zu Azura. Mein Vater war ein Geisthüter. Das eigentliche Problem ist, dass ich meinen Posten nicht verlassen darf. Ich frage mich, ob ihr das hier vielleicht zu Bruder Dumont in der Abtei der Ausgestoßenen bringen könntet. Sicher, wenn es euch dann besser geht. Oh, keine Erlaubnis. Was ist jetzt los? Dass das Spiel so verbuggt ist, geht mir auf den Keks. Beziehungsweise hier im Sound, im Kopfhörer kann ich das hier manchmal nicht hören. Echt zum Kotzen. Okay, dann mal los. Oh Gott, wo muss ich denn überall hin? Das wird ja nur lustig. Ja, ich porte mich erstmal. Das ist eine gute Idee. Und demnächst werde ich mir auch wieder ein Mordsgeschäft hier machen. Ich wollte eigentlich schon heute früher anfangen, aber naja. Bis nichts wo gibt es leider nicht mehr wirklich was zu tun. Von daher habe ich eben gedacht, Elder Scrolls Online hätte ich mal wieder richtig Lust zu spielen. Ich allein schon, weil ich das Ethan Morrowind noch nicht gespielt habe. Oh, nicht schon wieder. Ich hasse es. Jedes Mal, wenn sowas kommt. Ey. Oh, ein Deutscher.
geht hier jetzt noch nicht. Ihr habt sie gefunden. Ich dachte, meine Begräbnisurne wäre für immer verloren. Vielen Dank. Ich bin gerade zu schnell gedacht, ich Idiot. Ich hätte es doch abbrechen. Ich bin auch im Rand gerade. Merklich. Das mache ich später erst. Das mache ich zuerst. Schon wieder eine Quest. Ihr seht eine Notiz, die an den Rand geschrieben wurde. Vater, ich begreife jetzt, was für eine Enttäuschung ich für dich war. Ein so brillanter Gelehrter mit einem derart einfältigen Sohn. War dieses Rätsel in deinem Testament ein Witz? Wie dem auch immer sei, ich gebe auf. Ab morgen verdiene ich mich bei der Armee. Leb wohl. Im Tode wie im Leben möchte ich all meine Ressourcen dem Unterhalt meines geliebten Sohnes Donnell verschreiben, insbesondere der Erweiterung seines Intellekts und der Fortführung seiner Ausbildung. Vor dem gleichen Hintergrund möchte ich zunächst Donnells Geistesschärfe auf die Probe stellen, ehe er Anspruch auf sein Erbe erheben kann. Der Hinweis, um mit dieser Herausforderung zu beginnen, lautet wie folgt: Wenn die Nacht anbricht, führt dich das Licht. Viel Glück, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Das klingt wie eine unterhaltsame Herausforderung. Ich habe keine Lust, das Rätsel zu lösen, wenn ich ehrlich bin. Denn heute der Laterne geritzt wurde, dieser Pfeil zeigt nach Osten. Nach Osten. In die Richtung. Dieser Pfeil zeigt nach Norden. Ich lese jetzt nicht das ganze Buch durch, weil es einfach zu lange dauert. Deswegen, ja, so eben. Kann nicht richtig sein. Irgendwas habe ich hier übersehen.